Das Pankreaskarzinom ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist ein bösartiger Tumor der Bauchspeicheldrüse, meistens des Bauchspeicheldrüsenkopfes. Die Bauchspeicheldrüse selber liegt tief im Körper und der Krebs macht sich erst dann bemerkbar, wenn der Tumor bereits sehr weit fortgeschritten ist. Meistens werden die Patienten gelb und finden sich deswegen im Krankenhaus ein. Die einzige Möglichkeit, diesen kurativ zu behandeln, ist die Operation.